Ehrgeiz und Taktgefühl, das sind für Nina die wichtigsten Skills, um es als DJ zu schaffen. Wir haben sie auf dem Deichbrand-Festival getroffen und sie hat uns erzählt, wie sie es schafft, vor allem auch als Frau in diesem Game erfolgreich zu sein. Sie hat extrem gute Tipps, das willst du nicht verpassen. Auf geht's! Also, was ich sehr, sehr oft beobachte, wenn ich spiele, dass die Leute die Augen zumachen und so ein leichtes Lächeln im Gesicht haben und sich einfach freuen und die Musik so sehr genießen. Mega schönes Gefühl. Ich bin Nina, ich bin unter dem Namen Nina Hepburn bekannt, als DJ und Produzentin tätig und komme aus Hamburg. Ich war total gerne feiern früher. Es fing, glaube ich, schon mit 14, 15, 16 an. Und mich hat der Beruf bzw. erstmal die Musik so fasziniert. Und dann habe ich mir ein Mischpult gekauft, ja, habe dann zu Hause aufgelegt und mir irgendwie YouTube-Videos angeguckt, bei Freunden über die Schulter geschaut. Dann habe ich meine Sets hochgeladen und hatte dann mal so meine ersten Gigs in Bars zum Beispiel. Dann kam Booker auf mich zu, meinen, hey, was für ein cooles Set, ich muss dich unbedingt für eine Veranstaltung buchen. Und dann hatte ich irgendwann meinen ersten großen Gig im Docks. Ich suche sehr, sehr viele neue Tracks, die ich spielen kann. Da bin ich sehr, sehr viel auf Soundcloud unterwegs zum Beispiel und Spotify. Ich höre mir vor allem auch die Tracks super gerne an und gucke halt, welche auch wirklich gut zusammenpassen. Dass man nicht nur wirklich einen Track nach dem anderen abspielt, sondern wirklich guckt, welche Tracks passen eigentlich so gut zusammen, dass sie wieder einen neuen Track ergeben. You know, we are a rarity. Es kommen immer mehr und mehr Frauen, die den Beruf DJ wählen und sich da auch platzieren. Gerade wenn es jetzt um das Thema Produzieren geht, sind viele Männer so, okay, wenn ich erzähle, ich produziere Musik, ah, echt, okay. Und man denkt sich dann immer so, ja, ich kann auch produzieren. Das können nicht nur Männer. Das ist halt irgendwie immer so das Vorurteil gegenüber Frauen, dass denen halt weniger zugetraut wird, dass sie mit Technik umgehen können. Die Anfragen kommen tatsächlich meistens jetzt, sag ich mal, zu 90% rein, ohne dass ich jemanden anschreiben muss. Aber habe natürlich jetzt auch viele Festivals angeschrieben und gesagt, ich bin Nina, mit einem Presskit vorgestellt und mit einer kleinen Bio, Bildern, Videos. Und das, glaub, kommt immer gut an. Das geht jetzt nicht, dass du sagst, hey, ich will jetzt von heute auf morgen als DJ hauptberuflich unterwegs sein. Das muss sich ja erstmal entwickeln und du musst ja irgendwie erstmal mal deine Fanbase, Community aufbauen. Also man muss auf jeden Fall Lust haben, sich mit dieser Sache auseinanderzusetzen, weil es sehr, sehr zeitaufwendig ist. Ich glaube, die Liebe zur Musik muss da sein. Es ist auf jeden Fall wichtig, Leute in der Szene kennenzulernen, sich mit denen zu connecten, auszutauschen, mit einem anderen DJ, der vielleicht schon mehr in der Szene ist, zu fragen, ob man mal Lust hat, zusammenzuspielen, weil man lernt so viele Leute kennen auf Veranstaltungen oder Festivals, dass du da mal die Chance hast, irgendwo reinzukommen und vielleicht sogar irgendwas dabei zu haben, was du zeigen kannst und sagen kannst, hier, guck mal, das habe ich gemacht, hör doch mal rein. Ich würde sagen, einfach machen und anfangen. Auf jeden Fall Ehrgeiz, dabei zu bleiben. Man braucht auf jeden Fall Taktgefühl und musikalisches Gehör. Jeder kann sich es beibringen. Das Gefühl für die Musik, das würde ich sagen, das ist halt dann irgendwie vielleicht irgendwo das Talent, was man dann in sich trägt. Kauft euch Equipment oder fragt Freunde, die ein Mischpult haben und erstellt eigene Sets, wenn ihr da Bock drauf habt. Streut es in die Menge bei Freunden oder vielleicht bei Promotern, die man kennt, und ich würde sagen, einfach machen und anfangen, wenn man Bock drauf hat. So. Und damit Leidenschaft für den Job und Liebe zur Musik, das sind zwei wichtige Eigenschaften, um es als DJ zu schaffen. Es ist nicht ganz einfach, aber dranbleiben lohnt sich. Und ey, vielleicht sehen wir euch auch irgendwann auf dem Deichbrand. Falls das dein Ding ist, hier ist eine Infobox mit allem, was du wissen willst. Und falls es nicht so dein Ding ist, wir haben ganz viele Videos zu allen möglichen Jobs in der Musik- und Veranstaltungsbranche.